Nicht vergessen, alle Videos gucken, damit ihr auch was über die italienische Küche lernt. Ciao ragazzi, mein Name ist Capo und heute koche ich mit euch Penne alla Arrabbiata. Viel Spaß dabei! Weil ihr mich in der letzten Instagram-Fragerunde danach gefragt habt, wie man eine vernünftige Tomatensoße macht, beziehungsweise die perfekte Penne alla Arrabbiata, habe ich mich dazu entschieden, heute mit euch gemeinsam dieses Gericht nachzukochen. Natürlich nicht vergessen, mich zu unterstützen und mir auf Instagram zu folgen, damit ihr auch da nichts verpasst. Immer mal wieder gebe ich ein paar Tipps. Wenn wir schon dabei sind, Werbung zu machen, dann nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Ich gebe mir viel Mühe, euch die italienische Küche näher zu bringen. Wie es natürlich für Italiener üblich ist, klar gibt es hier und da Rezepte und Regeln, aber natürlich hält sich da keiner dran. In Italien ist es nämlich so, der eine macht das Rezept so, der andere macht das so, der eine sagt, da gehört Petersilie rein, der andere sagt, da gehört keine Petersilie rein. Deswegen machen wir ein Rezept, so wie ich es kenne. Die einzige Regel in Italien ist, dass das Essen simpel ist. Wir benutzen sehr wenig Gewürze, nicht wie andere Küchen, die sehr intensiv würzen. Bei uns ist meistens Knoblauch, Zwiebel, Olivenöl, Basilikum, Petersilie und so weiter und so fort. Ich muss ja jetzt hier nicht alles aufzählen. Willst du machen Penne alla Arrabbiata, brauchst du gute Penne. Hier haben wir die Capo Penne. Oh, was für ein Zufall, ist mein Produkt. Die sind durch Bronze gepresst, ganz langsam getrocknet worden. Dadurch haben sie eine bessere Soßenaufnahmefähigkeit und die Soße bleibt besser an den Nudeln haften. Dann brauchen wir Petersilie. Ich mache in meine Penne alla Arrabbiata Petersilie rein. Und wenn es passt, wem passt es und wenn nicht, der soll sich, wie sich das für die meisten Rezepte der italienischen Küche gehört. Knoblauch darf nichts fehlen. Wir brauchen Peperoncino. Ich habe leider keinen kalabrischen Peperoncino, weil der hat ein bisschen mehr Drive. Heute nehmen wir entweder frischen oder, ragazzi, getrockneten. Ich persönlich muss sagen, der getrocknete, ich vertrage den nicht so gut und der gefällt mir nicht von Schärfegrad. Deswegen bevorzuge ich den frischen. Heute machen wir mit frischen Peperoncino. Wir brauchen die weltbesten oder zumindest die deutschlandweit besten Pelati, geschälten Tomaten. Ragazzi, damit braucht eure Soße nicht stundenlang zu kochen, denn die sind vollgereift, intensive Fruchtigkeit, wenig Säure, just the good stuff for gute Pasta. Wir brauchen Olio d'oliva extra vergine. Oh, da steht ja auch mein Name drauf. Infos in der Infobox. Lasst uns loslegen. Wir packen uns erstmal einen Topf. Let's go. Erstmal machen wir, wie der Franzose sagt, unsere Mise en place, unsere Vorbereitung, damit wir gleich, wenn es losgeht, alles parat haben und nicht suchen müssen. Damit der Chili nicht verbrennt und auch nicht der Knoblauch, auf jeden Fall gleichmäßig schneiden. Nicht zu dünn, braucht nicht zu dünn zu sein, aber wir wollen ja auch ein bisschen Bissfestigkeit haben, ne? Das heißt, also ist ja Penne alla Arrabbiata, wörtlich übersetzt wütende Pasta, die musst du wütend machen, wenn du die isst, weil die so scharf ist. Für alle, die auf Hex stehen, einmal Knoblauch kurz anknacksen. Dann anschneiden, nennt man die Seite? Ende. Und dann einfach die Haut abziehen. So, jetzt den Knoblauch schneiden. Den schneiden wir etwas feiner, damit wir nicht so dicke und große Stücke in der Soße haben. Weil das ist, finde ich, unangenehm, wenn du dann die Nudeln isst und dann beißt auf ein großes Stück Knoblauch. La mise en place est préparée. Aglio fresco, prezzemolo fresco, peperoncino fresco, pasta secca, pelati, unsere geschälten Tomaten. Die sind in Filets geschnitten, die müssen wir jetzt noch zerkleinern mit der Hand. Dafür packe ich mir erstmal eine Schüssel und dann schauen wir weiter. Sale, Pasta dazugeben, nicht vergessen umzurühren. Ansonsten kleben die Nudeln nachher am Boden fest. Kommen wir zu den Tomaten. Frager. Boah, guck dir mal diese Filets an, guck dir mal diese Tomate an, man sieht, die ist gereift, die ist voll gereift. Die machen wir jetzt hier alle rein. Dose noch nicht wegschmeißen, spülen wir gleich ein bisschen aus. Alles vollgereifte Tomaten, da ist nichts Grünes bei, alles vollgereift. Jetzt zerkleinern wir die Pelati, Stückchen Olivenöl,
ich habe leicht reden, aber benutzt gutes Olivenöl auch zum Kochen. Man wird es im Endresultat schmecken. Spart nicht beim Olivenöl, spart beim Auto. Das Auto ist ein Gebrauchsgegenstand, aber Olivenöl tust du in deinen Körper. Und du willst einen gesunden Körper. Oder nicht? Wir geben schon mal, egal ob das Öl heiß ist oder nicht, den Knoblauch hinzu und die Chilis. Ganz wichtig, wie ich immer sage, ganz langsam bei niedriger Flamme den Knoblauch und die Chilis anbraten, nicht schwarz werden lassen. Ihr wisst es, wenn der Knoblauch oder die Zwiebeln oder der Chili schwarz werden, dann wird es bitter und das wollen wir nicht. Deswegen ganz leicht anbraten. Auch schon dieser Geruch. Ihr wisst es, Knoblauch brennt sehr schnell an. Abbiamo già fatto profumare l'olio. Also wir haben das Olivenöl schon parfümiert mit Knoblauch und dem Chili. Und jetzt kommen schon die Tomaten dazu. Look, look, look at the oil. So, ragazzi, was ist der Vorteil von guten und vollgereiften Tomaten? Ihr braucht die nicht stundenlang zu kochen, weil die Tomate an sich schon süß ist. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ist mir egal. Ich sage das so oft, bis ganz Deutschland verstanden hat, dass eine reife Tomate besser schmeckt als eine unreife Tomate und sich diese etwas hochpreisigere Tomate definitiv mehr lohnt, denn es schmeckt einfach besser. Ist einfach so. Oh, schön intensiv rot. Das Einzige, was noch in die Soße reinkommt, also ist am Ende die Petersilie und Salz. Kein Pepper, weil Schärfe haben wir schon durch den Chili, deswegen kein Pfeffer. Nur Salz. Profumino. Riecht gut? Ja. Ja? Ja, fast on point. Ragazzi, ein Kollege hat mich schon darauf angesprochen. Ich wiederhole mich aber immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. 2-3 Minuten bevor die Pasta nach regulärer Kochzeit fertig gekocht ist, nehmt ihr sie aus dem Topf, gebt sie in die Pfanne und sorgt dafür, dass die Soße an den Nudeln haften bleibt, indem sich die Stärke in der Nudel löst und die Soße daran eine Emulsion bildet, die etwas dickflüssiger ist und so an der Nudel haften bleibt. Ihr seht, hier ist keine Soße dran, aber das ändern wir jetzt sofort. Richtig mit dem Löffel, damit die Pasta nicht kaputt geht. Können natürlich auch schwenken. Heute habe ich aber weiße Klamotten an, deswegen lassen wir das mit dem Schwenken und wir bleiben beim Drehen. Ich merke gerade, so eine Dose, die würde ungefähr für 3 bis 4 Portionen reichen. Ich habe jetzt 2 gemacht, aber das ist ein bisschen zu viel Soße. Außerdem kann man immer ein bisschen mit Wasser strecken. Das ist no problem. Kurz vorm Ende geben wir die Petersilie dazu. Zum Ende hin, weil dann schmeckt man auch die Frische. Und die geht nicht verloren. Die Soße bleibt schön an der Nudel haften. Wir haben hier Peperoncino, Petersilie, Knoblauch, Tomatensoße, Olio di oliva extravergine. Allora! Wir probieren jetzt diese Pasta alla arrabbiata. Schön juicy. Petersilie sticht auf jeden Fall hervor. Ich mag das, diese Frische. Das ist nicht lieb ist. Ragazzi, wirklich wieder sehr lecker geworden. Sehr simpel dieses Rezept. Wobei kein Rezept ist simpel. Je weniger Zutaten ihr benutzt, desto schwieriger ist es, den Geschmack zu entfalten. Und desto wichtiger ist es aber dann auch, gute Produkte zu benutzen. In diesem Sinne, ich danke euch vielmals, dass ihr euch das Video wieder bis zum Ende angeschaut habt. Kocht die Rezepte nach. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Sagt mir mal, was ich noch kochen soll. In diesem Sinne, arrivederci.